Ach du Scheiße, ach du Scheiße, lande doch mal! Was geht, Leute? Und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Play GTA 5 Online. Ich spreche hier vom Rode Podcaster für 199 Euro Mikrofon. Ich wollte mal euren Feedback oben rechts eine Bewertung da lassen. Könnt ihr mal. Also für geil oder nicht geil. Aber ich denke davon, dass die Leute extra machen werden, nicht geil. Aber die Leute, die es wirklich geil finden, schreibt es mal bitte in die Kommentare. Jetzt viel Spaß mit dem Video und mit dem neuen Sound von meiner Stimme. Einfach nur mega geil. 200 Euro beweisen sich auf jeden Fall. Viel Spaß jetzt mit dem Video. Heute nämlich den neuen Wagen testen, den Overflot Tyrant oder wie man den ausspricht auf jeden Fall. Diesen Wagen werden wir heute testen und ich würde sagen, wir kaufen uns den jetzt erstmal. So, und ich würde sagen, gibt es hier auch noch Plätze? Bis gleich. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, lande doch mal! So, das ist der Wagen und getuned und wir werden den Wagen jetzt schön auftunen, also bis gleich. Tunen den Wagen jetzt erstmal schön auf. Dieses Mal sind wir in Blau unterwegs und wir werden jetzt einen kleinen Test machen. Wir werden kurz zum Flughafen fahren und mal gucken, nur wie schnell der ist. Und wir sagen bis gleich. Wir machen einen kleinen Soundcheck und ich würde sagen, nur auf den Sound mal achten. So, let's go. Alter, was ein Auspuff. Hört euch das mal an. Mega geilen Auspuff auf jeden Fall. Ja, aber ich muss sagen, es ist gar nicht mal so schnell. Also gestern haben wir den neuen Ford Mustang getestet mit diesem Wagen. Und der Ford Mustang hat ganz gut mitgehalten, ne? Und der ist schon mega schnell, aber der Ford Mustang hält ein bisschen mit. So. Jetzt ist die Frage, ob sich dieses Auto für schöne 2,5, glaube ich, oder? Jetzt ist die Frage, ob sich dieses Auto für 2,5 Millionen GTA-Dollar lohnt. Ich würde sagen, finde ich, also für Tuning-Treffen ist er nicht geeignet, muss ich ehrlich sagen. Du kannst ja hier nur zwei Farben wechseln und die eine Sekundärfarbe sieht man ja nicht mal. Und für 2,5 Millionen findest du für Tuning-Treffen jetzt nur richtig geile Autos für diesen Preis. Und ich würde mir lieber einen anderen Auto kaufen, anstatt den, bin ich ganz ehrlich. Ist aber eure Meinung, schreibt das mal in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann haut mal ein Däumchen nach oben und bewertet mein Rode Podcaster Mikrofon. Wäre sehr nett. Ich sage, haut rein, bis zum nächsten Mal und...